Freunde, ich sehe mich schon mit meinem Hut, Strohballen und Kürbissen. Pumpkin Spice Season ist in vollem Gange. Es ist wieder soweit. Ich bilde es mir jetzt ein, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, viele lieben den Sommer, ich eigentlich auch. Aber ich liebe auch so die ersten Wochen vom Herbst. Und dann habe ich keine Lust mehr drauf. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. It's time für den Drogerieausblick für den September. Ich habe das ein oder andere Schätzchen schon online entdeckt und möchte mit euch heute über Neuheiten in der Drogerie sprechen. Denn es gibt viele, viele spektakuläre Produkte. Ein paar habe ich schon hier, einige habe ich auch schon bestellt, die sollten in den nächsten Tagen hier ankommen. Unter anderem haben wir ein Make-up-Balsam einer neuen Naturkosmetikmarke und da kribbelt es mir ja in den Fingern. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf auf eine neue Runde. Ja, mir geht's gut. Ich habe gute Laune. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ne? Manchmal, also ist ja schön, ne? Ich freue mich darüber, dass ich gute Laune habe. Aber manchmal kennen wir alle, gerade wenn so der Sommer vorbei ist und man dann so, ich habe gute Laune. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und falls nicht, hoffe ich, dass es morgen besser wird. Zwei Punkte möchte ich ganz kurz mit euch noch einmal besprechen. Jetzt habe ich nämlich noch eure volle Aufmerksamkeit. Nummer eins, ich werde einen Adventskalender machen dieses Jahr. Einen eigenen, nicht mit meinen Produkten. Es wird 10 Stück geben. Ich packe euch ganz, ganz viele Produkte ein. Vieles aus dem High-End-Bereich, vieles aus der Drogerie. 10 Stück, also 240 Türchen muss ich dann packen. Werde ich, glaube ich, im September, Ende September an euch verlosen. 5 hier bei YouTube und 5 bei Instagram, sodass alle die Chance haben. Also verpasst das nicht. Ich habe natürlich noch kein Datum, wann. Aktiviert die Glocke dafür. Nummer 2. Ich habe gestern mit Rossmann gesprochen und die Kollektion ist jetzt vorbei. Der Zeitraum der Kollektion, die Standzeit ist jetzt dann abgelaufen. Und es gibt online nur noch Lidschattenpaletten. Es gibt aber in einigen Filialen noch beispielsweise Pinsel oder das ein oder andere Produkt. Und ich wollte euch das mitteilen. Nicht, dass dann viele böse sind oder traurig sind, wenn die Sachen weg sind. Die kommen nicht mehr wieder. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut gerne mal in der einen Filiale, wo ihr schon mal wart nach oder geht in die andere Filiale. Es gibt ja wirklich viele Rossmann-Filialen. Gerade in den kleineren ist immer ein bisschen mehr los an Produkten als in den großen. Holt euch ein Backup. Nehmt euch die Sachen mit, die euch gefallen haben und dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was auf Vorrat. Die Kollektion kommt so natürlich nicht mehr wieder, also es ist dann vorbei. Und genau, das wollte ich mit euch einmal ganz kurz besprochen haben, dass ihr da auf jeden Fall ganz transparent Bescheid wisst. Was weg ist, ist weg. Okay, ihr süßen Mäuse. Ich sehe aus wie ein kleiner Kürbis. Ich liebe diese Lippenkombination. Brauner Lip Liner von Morphe Sweet Tea. Und auf den Lippen habe ich mir einfach ganz frech hier das Orange hier aus dieser Contouring Palette raufgetupft mit so einem Pinsel. Super. Liebe ich. Okay, Freunde, wir starten. Ich habe mein Handy hier bereit. Ich rutsche einmal zur Seite und blende euch hier selbstverständlich wieder alle wichtigen Produktinformationen ein, die ihr haben solltet. Ich bin auf der Rossmann-Webseite und schaue mal, was es Neues gibt. Ich sehe sofort die Isana Wirkstoffkosmetik. Das sind ja diese vielen verschiedenen Produkte, die es jetzt aktuell bei Rossmann gibt. Große Empfehlung. Wirklich eine große Empfehlung. Ich würde sagen, das sind Produkte, wenn man sich noch nicht so, so gut mit Skincare auskennt, aber man schon mal so ein paar Begriffe gehört hat wie Ektoin oder wie AHA, BHA, einfach um gut in diese Welt reinzukommen, weil sie sehr vernünftig formuliert sind und auch sehr, sehr gut verträglich sind, meiner Meinung nach zumindest. Und alle kosten, glaube ich, 5,99 €. Ich glaube, kein Produkt ist teurer als 5,99 €. Was mir sehr, 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 sehr gut gefällt aktuell, ist dieses Well-Aged Tagesfluid mit 0,5% Ektoin und Aminosäuren. Hat sogar einen Lichtschutzfaktor von 30. Schöne Tagescreme, wird jetzt nicht scharf, keine Ahnung warum nicht. Hat so einen schönen Glow. Als Lichtschutzfaktor-Alternative würde ich es jetzt nicht unbedingt benutzen, sondern eher als Tagescreme und ich gebe da noch einen Lichtschutzfaktor mit rüber. Aber wir schauen mal, was es hier Neues gibt. Wir haben die neue Falsies Surreal Extensions Mascara von Maybelline. Die gab es ja schon mal, die gibt es jetzt in wasserfest und ich muss sagen, holla die Waldfee. Ich habe die vor ein paar Wochen schon hierher bekommen und ich bin schock. Ich gucke mal, ob ich sie euch schon einblenden kann. Ich habe eine Aufnahme damit gemacht. Grandios. Ich habe ein bisschen abgestriffen, das Produkt, dann hast du nicht so viel an der Bürste. Und dann ist das
wahnsinnig krass und vor allen Dingen die hält. Also die hält und du musst dich wirklich bemühen, die abzukriegen, weil die ist wasserfest. Und die ist nicht wasserfest bis nur 36 Grad, sondern die ist wasserfest und du brauchst einen Ölcleanser. Aber das ist eine Mascara. Wäre ich in den Tropen und ich wüsste, es kommt ein Sturm, würde ich die benutzen. Die hält alles aus. Alles. Alles. Okay, die ist jetzt neu, kostet 11,19 € aktuell. Gibt es ja wieder 20% Rabatt auf viele verschiedene Produkte, auf dekorative Kosmetik, auf pflegende Kosmetik. Ich weiß natürlich nicht, wie der Stand der Dinge ist, wenn die Produkte, wenn das Video online geht. Es gibt von Everdrop Colorwaschmittel Grapefruit Patchouli Apfelblüte. Ich weiß, Everdrop ist ja so eine Influencer-Brand, würde ich sie jetzt mal betiteln. So ähnlich wie Banana Beauty. Ohne Wertung, völlig in Ordnung. Ich habe tatsächlich noch nie was benutzt. Habt ihr Erfahrungen mit Everdrop gemacht? Weil ich sehe das auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, denen ich vertraue. Ich kenne die persönlich und ich weiß, wie die sind. Den vertraue ich. Und wenn die sagen, das ist gut, dann weiß ich, das ist gut und die veräppeln mich nicht. Habt ihr Erfahrungen mit Everdrop gemacht? Ich habe es noch nie. Steht auch keine Zusammenarbeit mit denen im Raum oder so. Für mich einfach nur gerne einmal, um das zu wissen. Gibt wirklich süße Kinderartikel. Süße Mützen, süße Höschen. Gut, ich habe keine Kinder. Okay, es gibt hier eine Neuheit für Männer. L'Oreal Man Expert Pure Carbon Duschgel mit Carbon Multi-Action 5 in 1. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Brands denken, dass Männer den ganzen Tag unterm Auto liegen und schrauben. Es ist so etwas, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Eher bei den Männern oder eher bei den Brands. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein 5-in-1 Duschgel für deine Haare, deinen Körper, für dein Gesicht, für deine Füße, für deine Wäsche und für dein Auto. Ich habe so ein geil, muss ich, oh Gott, ich habe so ein tolles Video gesehen. Da hat eine ganz, ganz hübsche Frau, stand im Bad und vor ihr war ein bisschen Spüli und so ein Metallschwamm und sie meinte, ich mache jetzt die Skincare-Routine, die mein Mann macht, weil seine Haut tausendmal besser ist, als wenn ich dann meine 500 € für meine Skincare-Routine ausgebe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist ja oft so. Okay, also es gibt jetzt ein 5-in-1 Carbon-Duschgel. Wir haben aber auch von, oh, da gibt es noch was, Duschgel mit Taurin und Aufwachkick. 100 Milligramm Taurin. Hydra Energy. Ja gut, aber also, na, ihr müsst, die Brands machen ja Marktforschung. Die schauen ja wirklich, ob das so. Also das ist ja das, was die Männer, wenn sie in die Drogerie gehen, dann ansprechend finden, scheinbar. Okay, wir hüpfen mal rüber zu dem Make-up, weil Taurin und Carbon und Motoröl, Duschgel. Da bin ich raus. Okay, Make-up, alles anzeigen und nach neu sortieren. Hier sehe ich gerade jetzt zum Standpunkt heute, ich denke mal, das wird nächste Woche nicht mehr da sein, 20% auf dekorative Kosmetik für das Auge von Maybelline, 20% auf Produkte von Microcell, 30%, ne, 20% auf Niklai, Lash Code, also es gibt ein paar. Nutzt wirklich diese App und die Webseite, da seht ihr immer alles. Wir schauen mal, was es Neues gibt. Und zwar haben wir hier schon, da ärgere ich mich, weil ich habe nämlich heute Morgen um 5:30 meine Bestellung abgegeben und das nicht bestellt. Und zwar von Physicians Formula. Den Bronze Booster Highlighter Contour Palette sieht unglaublich schön aus. Ich erinnere mich, ich habe vor einer Weile mal Physicians Formula benutzt und was eine großartige Marke. Die Foundation ist toll, die Lippenprodukte sind toll, die Mascara hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist ein bisschen schade, dass Physicians Formula nicht ganz so beliebt ist, weil sie es wirklich drauf haben. Die haben es wirklich drauf und vielleicht bestelle ich mir das nochmal. Falls ihr Lust habt, sagt mir das gerne in den Kommentaren, bestelle ich einfach mal eine Großbestellung für Physicians Formula und dann gibt es ein Fullface. Dann wissen wir Bescheid, was ist gut, was ist nicht gut. Das nächste Produkt finde ich persönlich super spannend, weil ich ja, ich weiß nicht warum, ne, seitdem ich auf dem Land lebe und mein eigenes Gemüse anbaue und eher verstehe, wie die Natur funktioniert. Das klingt total dumm. Ich bin halt ein Stadtkind, ne? Ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin zwar in Bayern geboren, in Berlin groß geworden. Probiere ich ein bisschen mehr darauf zu achten, was ich kaufe für meinen persönlichen Konsum. Und ich finde Naturkosmetik sehr, sehr spannend. Auch feste Seifen habe ich was ganz, 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 ganz Tolles, Freunde. Ist noch verschlossen im Schrank, aber dauert nicht mehr lange. Es gibt von Green Door ein Make-up-Balsam, Anti-Aging. 5 Farben, ist für eine Naturkosmetik-Brand, die nicht in der Drogerie stationär ist, okay. Beziehungsweise in 4 Farben, ich habe auf der Webseite geguckt, da waren es 5.
Make-up-Balsam Anti-Aging schenkt intensive, natürliche Pflege und ein ebenmäßiges Hautbild. Kiesel- und Porzellanerde lassen kleine Fältchen verschwinden. Mineralische Pigmente geben der Haut ein natürlich frisches Aussehen. Moringaöl, Jojobaöl, Aprikosenkernöl spenden Feuchtigkeit. Das ist schon sehr, 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 sehr spannend, weil Foundations zu machen ist nicht nur teuer, sondern auch schwierig. Muss man sagen. Es ist einfach super schwierig und fast unmöglich, aber da bin ich sehr gespannt. Ich habe es bestellt und das müsste auch die Tage kommen. Dann zeige ich euch das mal. Weil das ist etwas, ich bin ja immer skeptisch, was dekorative Naturkosmetik ankommt, betrifft. Aber ich bin nicht abgeneigt, sie zu benutzen. Weil ich weiß, dass es einfach teilweise oft gute Sachen drin sind. Man muss natürlich wissen, sage ich gefühlt in jedem Video, wenn ich über Naturkosmetik spreche. Es gibt manche Inhaltsstoffe, die nicht in Naturkosmetik drin sein dürfen, sonst ist es keine Naturkosmetik. Du musst sie aber ergänzen mit anderen Produkten, die zwar zugelassen sind, im Volksmunde aber ein bisschen verpönt sind, wie beispielsweise Alkohol. Ne, das entweder das oder das. Es gibt einen neuen Concealer von Max Factor, sehe ich hier gerade. Wobei ich glaube, dass das ein Fehler sein könnte vielleicht, weil sie auch hier die Miracle Pure Foundation jetzt hier als neu deklariert haben. Ich glaube, sie haben nur neue Shades mit dazu gegeben. Es gibt jetzt auch die, glaube, dunkelste Shades der Foundation und des Concealers online bei Rossmann. Oh, super, super spannend. Jean and Len haben eine komplette Skincare-Reihe rausgebracht. Und da muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Es gibt wirklich extrem viele Produkte. Wir haben eine parfümfreie Reinigungsmilch, ein parfümfreies Micellenwasser, feuchtigkeitsspendendes Micellenwasser, regenerierende Micellenlotion. Ich habe die Augenpatches schon probiert, haben mir gut gefallen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Hydrogel-Konsistenz. Ich glaube, es war so ein Hybrid aus diesen Hydrogel-Patches und so einem Netz. Extrem spannend, super, super gut. Habe ich auch schon mitgenommen. Habt ihr, glaube ich, in einem Haul neulich gesehen oder bei Instagram oder so. Sehr, 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 sehr gut. Da bin ich gespannt. Vielleicht habt ihr damit schon Erfahrung gemacht, weil ich muss sagen, Jean and Len, Make-up können sie meiner Meinung nach nicht. Was sie können, ist Skincare. Und das ist wirklich, wirklich gut. Dieses Öl, das liebe ich, schwöre auf dieses Bodyöl. Ich habe vorher, habe ich immer das hier benutzt von NYX, Nux, das auch toll. Ist mir zu teuer. Ich bin nicht Beyoncé, ne? Da reicht mir das für 4,99 aus der Drogerie. Fühlt sich genauso toll an. Also da bin ich sehr gespannt. Was ich allerdings bestellt habe bei von Physicians Formula, meine Güte, Maxim, ist das Mineral Wear 3-in-1 Setting Powder. Es hat so drei verschiedene Container mit drin. Ich konnte es nicht ganz eindeutig erkennen, ist das jetzt lose, ist das gepresst und nur getrennt durch so ein Ding. Sieht super, super spannend aus. 10,99 ist okay für 19,5 Gramm. Bin ich gespannt. Ich habe es jetzt bestellt. Sollte die Tage ankommen, gebe ich euch dann ein Update. Nagellacke, Nagellacke, Nagellacke. Was ich ebenfalls bestellt habe, ist die neue Meta Face Kollektion von Catrice. Dort gibt es sehr, sehr cyberlastige, sehr bunte, sehr laute Produkte, wie beispielsweise die Nagellacke in so einem schönen durchsichtigen Ton mit so Holofarben. Ein Lila, sehr, sehr schön. Ein Highlighter Glaze Pot. Auch spannend, Lip Glaze und in spannenden Farben. Ich bin gespannt, wie sie aussehen, weil wenn ich das so sehen würde, hätte ich eher gedacht, das ist Essence. Ist mal was Neues, bin ich gespannt. Und einen Color Correcting Glaze Primer. Auch da bin ich gespannt, wie der funktioniert. Kostet 6,95 Euro, hat verschiedene Farben, soll Farben korrigieren. Benutze ich ja, schwör ich ja drauf, von Neo Make-up. Die Mascara ist hier und die L'Oréal Paris Infallible Matte Resistance 16 Hour Lippenstifte. Die eine Farbe zumindest hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Den habe ich ja schon hier, das ist die Farbe 100. Die Farbe, grandios, die Leichtigkeit auf den Lippen, toll. Vielleicht lag es daran, was ich drunter benutzt habe. War mir ehrlich gesagt ein bisschen zu patchy. Also es hat sich so ein bisschen sitter. Kann aber auch, ganz, ganz wichtig, ne? Kann aber auch was an meiner Speichelphysiologie liegen. Make-up ist eine Blaupause. Also es gibt halt diese eine Formulierung, aber manche Speichelarten sind einfach anders zusammengesetzt. Manche Hautölkonsistenzen sind anders zusammengesetzt, dass es nicht funktionieren kann. Deswegen, die Farbe hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht probiere ich nochmal eine andere Farbe aus. Davon gibt es aber auch 127.000 Farben. Wir haben viele, viele Lashes von Kiss und von sämtlichen anderen Brands. Da muss ich sagen, schaut mal bei Magiamo vorbei. Meine Lashes kosten tatsächlich nur noch 5,99 Euro. Die gehen jetzt raus, weil wir ja jetzt, es gibt,
Die einen oder anderen haben schon entdeckt in meinem Profil oder auf der Webseite, dass es da vielleicht noch das ein oder andere Mäuschen gibt. Muss ich wirklich sagen, ich bin beeindruckt, wie viele nosy Girlies ich hier in der Community habe. Ich kann nichts geheim halten. Nichts. Ich mach was, kommt raus. I love it. Und wir haben Adventskalender. Ich habe tatsächlich heute Morgen, wie gesagt, als ich viel bestellt habe, sehr, sehr viele Adventskalender bestellt. Weiß nicht, Stand jetzt ist, ich mache kein ganzes Video-Statement mehr dazu. Deswegen packe ich es jetzt hier nochmal mit rein, ein kleines Statement zu letztem Sonntag, als mein Douglas Adventskalender online gegangen ist. Da wurde ich ja so ein bisschen. Ich bin drauf reingefallen. Und wisst ihr was? Das ist nicht so schlimm, wenn ich auf etwas reinfalle. Das ist mein Job. Das ist okay. Aber wo es bei mir wirklich aufhört. Und da. Nee. Das hat mich so verletzt am Wochenende, weil ich habe Mühe gegeben, dieses Adventskalender-Video zu machen und habe Instagram und TikTok und ich habe es überall hingemacht und überall, überall ist dieses Video durch die Decke gegangen. Ist ja super, kannst du halt vorher nicht absehen. Das Problem war, dass mir ein Adventskalender verkauft wurde als 2023 und er ist immer noch als 23 gelistet. Er aber von 2021 oder 22 war. Ich habe die offizielle Bestätigung von Douglas und ich habe sogar den Verkäufer kontaktiert. Ich habe ihm gesagt, Kollege, nicht so schlimm für mich. Ist halt ärgerlich, dass die Hälfte kaputt war. Aber ich habe eine Bitte. Bitte passe deine Artikelbezeichnung an. Was du tust, ist unlauterer Wettbewerb. Hab nur eine super unverschämte Antwort bekommen und jetzt geht's eine Etage weiter. Aber wisst ihr, was ich nicht leiden kann? Ich hasse Ungerechtigkeit und ich hasse es, wenn Leute verarscht werden. Und ihr werdet verarscht. Und meine Aufgabe als Influencer ist es nicht, euch die ganze Zeit immer irgendwas zu verkaufen. Klar, ich zeige euch 150 verschiedene Produkte und wenn euch was gefällt, könnt ihr das selber entscheiden. Aber wenn ich euch etwas zeige, und ihr es kauft oder ihr es generell kauft mit eurem hart verdienten Geld und ihr verarscht werdet, da hört es bei mir auf. Gerade im Moment, wo es so, so schwierig ist für viele Familien, sich was zu gönnen oder sich mal eine Freude zu tun. Und ich weiß, dass von vielen, dass Adventskalender ist genau das Ding, worauf sich viele das ganze Jahr drüber freuen. Auch wenn sie erwachsen sind. Da habe ich auch neulich so einen doofen Kommentar bekommen. Finde es ein bisschen schwierig, wie erwachsene Menschen sich über Adventskalender freuen oder aufregen können. Dachte ich mir so, lass sie doch. Wenn das die einzige Freude ist im Jahr, die man als Person hat, okay. Aber dann verarscht zu werden, da hört es bei mir auf. Und da sehe ich es auch als meine Aufgabe, da Schritte einzuleiten. Ich habe bereits Kontakt aufgenommen mit der Verbraucherzentrale. Ich habe vorab, ganz wichtig, ich habe vorab dem Verkäufer geschrieben. Ich habe gesagt, ey, das, was du tust, ist unlauterer Wettbewerb. Ist übrigens strafbar, Leute zu veräppeln. Mache ich nicht mit. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihr fair behandelt werdet. Egal wie. Ich habe einen guten Anwalt, ich habe die ganze Zeit dafür, ich habe die Anwälte und ich habe die Muße dafür, weil das. Da habe ich keine Lust drauf. Habe ich keine Lust drauf. Sobald ich ein Update habe, gebe ich euch das natürlich. Wenn es ein offizielles Verfahren wird, kann ich euch natürlich nicht viel zu sagen. Aber einige haben auch geschrieben, sie verstehen das Problem nicht. Das Problem ist, dass ich mich hier hinsetze und sage, hey, das ist ein super Produkt oder das ist halt kein gutes Produkt. Ich habe oder ich hätte, wäre dieses Video so durch die Decke gegangen wie letztes Jahr, das Nix-Video, ich hätte Douglas massiv geschadet. Zu Unrecht. Zu Unrecht. Nix hat letztes Jahr Schmarrn in den Kalender gepackt. Douglas hat tolle Produkte in den Kalender gepackt, die mit Sicherheit letztes oder vorletztes Jahr noch gefüllt waren. Aber wenn die Produkte aufgekauft werden und für 119 Euro weiterverkauft werden, ein oder zwei Jahre später und die Produkte leer sind und ich das kritisiere und die Videos wie letztes Jahr 2 Millionen Aufrufe bekommen, bin ich der Doofe. Und das mache ich nicht mehr mit. Ich habe heute noch Probleme vom letzten Jahr. Und das ist. Nee, da hört es bei mir auf. Ihr seid mir die Wichtigsten, deswegen lasst euch bitte, 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 bitte nicht verarschen. Ich habe jetzt vorgenommen, ich kaufe nur noch Adventskalender von den offiziellen Händlern mit den offiziellen Bezeichnungen und bitte euch das auch zu tun. Es sei denn, euch ist es egal, es ist ja nicht schlimm, wenn der Adventskalender von letztem Jahr ist. Gar kein Problem. Wirklich gar kein Problem. Viele Händler machen das. Es wäre ja auch schade, die Dinger wegzuwerfen. Aber A, nicht für den Preis vom letzten Jahr und B, nicht, dass ich weiß, nicht, dass ich nicht weiß, dass er von diesem Jahr nicht ist. Okay, Freunde.
Kleiner Rant, aber ich glaube, das ist meine Aufgabe, das ist mein Job und das gehört auch dazu, euch damit abzuholen und euch auch vor solchen Sachen zu warnen. Vor Abzocke, muss man ganz klar so sagen. Und ich habe es schon bei einigen Zweithändlern gesehen, die Brands, die eigentlichen Brands, können dafür nichts. Deswegen, ich kümmere mich darum, ihr süßen Mäuse. Das war nicht geplant. Das macht mich wütend. Ich kann Ungerechtigkeit, kann ich nicht leiden. Und da geht dann mir auch da hört es dann auf. Ich brauche ein bisschen Abkühlung. Ihr süßen Mäuse. Okay, schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch den schönsten Start in die Woche. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.